Hallo Leute, ich möchte euch heute meine persönliche Meinung sagen zu dem, wie ihr wisst, es ist ein neuer Bundesgesetz für Menschen mit Handicap rausgekommen am 01.01.2017. Es ist zwar da, aber noch nicht ganz abgeschlossen und es gibt jede Menge Diskussionen über das Gesetz. Die eine Hälfte ist dafür. Und die andere Hälfte ist dagegen und deswegen gibt es ja noch paar Unklarheiten, kann ich sagen. Heute möchte ich euch das über Bundesteilhabergesetz meine persönliche Meinung bilden, was ich davon halte. Und zwar, das trägt den Titel Gesetz zur Verfügung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Beeinträchtigung. Zwar steht von Menschen mit Behinderung, aber ich tue Behinderung das weg, weil das klingt so negativ. Deswegen benutze ich Menschen mit Beeinträchtigung. Und zwar, wie ihr wisst, in dem Gesetz geht, dass die Leute mit Beeinträchtigung selbst entscheiden dürfen. Und dass die an unserer Gesellschaft nicht am Rande stehen sollen, sondern mit einbezogen werden. Das ist zwar schön und gut, ist zwar eine positive Seite, aber negative Seite. Die Leute mit Beeinträchtigung müssen dann die sogenannten Kosten dann selber tragen. Das heißt, in dem Fall, jetzt wo die Hilfe vom Staat bekommen, werden die in Zukunft nicht bekommen, deswegen müssen die sich selber das zum Beispiel Betreuer selber einkaufen, was die für die einkaufen und dann halt selber Kosten tragen. Und es tendiert dafür, dass irgendwann womöglich die Behindertenausweise abgeschafft werden. Und so fällt das alles weg, die ganze Vergünstigung und das alles. Und das heißt, die Leute mit Beeinträchtigung werden so eingestuft, dass die alles selbst bezahlen müssen, wie die Leute ohne Beeinträchtigung jetzt tun. Und auf einer Seite bin ich dafür, auf der anderen Seite bin ich dagegen. Und zwar dafür bin ich, dass die unsere Gesellschaft jetzt uns nicht am Rande stehen lässt, sondern mit einbezogen werden. Dass wir auch eine freie Meinung bilden können. Das ist ja das Schönste dran, aber das Schlechte daran ist, dass mit den Kosten und dass die dann auch entscheiden können, wo die Leute mit Beeinträchtigung arbeiten dürfen oder können. Das heißt, ich persönlich arbeite heutzutage in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen. Aber wenn das Gesetz jetzt verwirklicht wird, das heißt, dass die Leute, die hier die stärker sind in der Werkstatt, dass die dann selbst entscheiden dürfen, ob die in der Werkstatt bleiben dürfen oder in freier Wirtschaftsmarkt gehen. Aber in freier Wirtschaftsmarkt ist das so, die Firmen, damit die Leute nicht einstellen mit Behinderung, die zahlen lieber Strafen dafür, als die Menschen mit Beeinträchtigung einzustellen. In Zukunft weiß ich nicht, wie das aussieht, wird womöglich schwer fallen, aber es wird sich vielleicht was, die Politiker haben sich bestimmt schon etwas gedacht. Und deswegen, dieses Teilhabegesetz ist natürlich nicht in einer Stufe, sondern in vier Stufen. Das heißt, erste Stufe ist dieses Jahr gültig, seit 01.01.2017. Die zweite Stufe folgt am 01.01.2018.
Die dritte Stufe folgt am 01.01.2020 und die vierte Stufe, die letzte Stufe, haben die für 2023 geplant. Das heißt, die Leute mit Handicap, die dürfen zum Beispiel jetzt auf dem Konto nicht mehr als 2600 Euro haben. Entschuldigt mich für die also 2600 Euro dürfen die Mindestlohn auf dem Konto haben, weil der Staat, der kontrolliert die Leute. Und in Zukunft ist das halt so, wenn das Gesetz über die Bühne geht, dürfen die anstatt 2600 Euro 25.000 haben. Und im Jahre 2020 dürfen die sogar bis zu 50.000 Euro haben und nicht mehr, weil bei 50.000 ist Schluss. Wer über 5.000 Euro kommt, muss erstmal das Geld verbraten, so dass der bei 50.000 wieder zurücklandet. Aber bis jetzt ist das nicht so und deswegen sind die noch am Diskutieren. Und aber die große Fragezeichen besteht da drin, weil wir Ende des Jahres Wahlen haben, Bundeskanzlerwahlen. Und bis jetzt ist bei uns in Deutschland als Bundeskanzlerin die Frau Merkel an der Macht. Das heißt, wenn Ende des Jahres Bundeskanzlerwahlen werden, vorbei sind und die Frau Merkel nicht mehr kandidieren tut und es kommt jemand anderes an die Macht, dass dieser Gesetz wiederum gekippt wird. Deswegen ist das ein großes Fragezeichen. Das Weitere kann ich euch dann in meinem weiteren Video dann präsentieren, weil das Gesetz habe ich noch nicht so ganz studiert, weil das nicht ganz beschlossen ist. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Auf eure Kommentare, ihr könnt mir natürlich unter meinem Video Kommentare hinterlassen, worüber ich mich auch sehr freuen würde. Und ich verspreche euch, mein weiteres Video kommt so bald wie möglich. Sobald ich mehr über die Gesetze weiß, dann kommt das weitere Video von mir. Und deswegen wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dahin, Dimitri, macht das gut.